Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Wir untersuchen jetzt erstmal alles. Stolen batteries to keep his stuff going. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Ja. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. Das werden wir auf jeden Fall tun. Wir haben noch drei Bilder. Eins dafür, eins für das Feuer und eins für Delilah. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. Ja, er hatte ja sehr viel Zeit. This boombox looks familiar. Ach. From the girls. From the girls. Yeah. I thought you threw it into the lake. No, no, he must have fished it out. Krass. Krass, 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 krass. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Das sind die Drafts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das sind die Entwürfe. Fuck, ja. Fuck. Ja. Unglaublich, unglaublich. Die Teen Magazines hat er, weil ihm ja die Bücher ausgegangen sind. Dafür hat auch den Typewriter gebraucht. Research Site Info. Research Site Info. How to break in. South Lake Gate. Exit. North Fence. Loose Entrance. Wabiti Station. Staff Return. As am 10. August. To do. Return Boat Equipment. Erase HD Evidence. Ja, unsere ganze Glaubwürdigkeit. Leave no trace. Das hat nicht ganz funktioniert. Unglaublich, ey. Warum denn? Nur weil... Ja, er ist bestimmt gestohlen. Nur weil er... He held on to some of Brian's things. His wizards and wyverns. Yeah, well, I'm sure he found it riveting. Riveting? Sagt mir gerade gar nichts. Das nehmen wir mit. He... Zum Vatertag eine Karte. What? Nothing, just some of Brian's stuff. To Red Bat Mega Dead. Okay. Read Coup. Okay. Und ein Foto. Brian was a nice looking kid. Das ist Brian. Ist das ein Vater oder ist das ein Zeitungsartikel, Brian? Brian hat eine etwas dicke Nase. Aber wir machen uns nicht über Verstorbene lustig. Echt krass. Okay, wir müssen hier... List of Supplies. Winter Needs 89. 2000 Cans, 2 Unzen of Propane. Okay, Feuerholz, okay, Essen, 3 Winterjacken, 3 neue Blankets und Pullis, weiß nicht, 25 Matchboxes, nee, Blankets sind, Decken, genau, 25 Bücher, okay, 90 Stunden Batterie, Socken, 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 neue Stiefel, Duct Tape, Tri-Egg Skin, Summer Raid Game. Cool. Okay. Unglaublich. Haben wir irgendwas übersehen? Irgendwas Wichtiges noch? Irgendetwas um... Gut, ich habe auch die Kassette. Es ist ja... Es ist unglaublich. Wir müssen jetzt hier weg. Wir müssen hier weg.
Eine Wäscheleine hat er hier hängen. Wir müssen hier. Gibt's einen anderen Weg? Nein. Wir müssen hier weg. Und zwar schnell. Also nehmen wir jetzt mal die Beine in die Hand. Warum, Ned? Warum? Ich werde mir auch die Dialoge nochmal anhören. Die Folgen selber nochmal angucken. Ich habe eventuell auch irgendwas an... Nee, vielleicht gab es ja schon eine Erklärung. Ich hab's... Also ich kann mir nur vorstellen, wenn es wirklich so ist, wie er sagt, davon möchte ich gerade mal ausgehen, dass Brian wirklich einen Unfall gehabt hat. Dass er von vornherein ausgegangen ist, dass ihm niemand glaubt. Und eventuell ist er dann in eine tiefe Depression verfallen. Was ich natürlich verstehen kann. Und in tiefe Depression verfallen und hat halt. Hier muss es doch weitergehen. Ach ja, klar. Hier komme ich doch auch hoch, oder nicht? Spacebar Climb. Ging noch eben, oder nicht? Hier stand da eben Spacebar Climb. Okay, ein ganz kleiner Grafikfehler, über den wir hinwegsehen können. Ein Doppelseil. Okay, nach oben ist schon schwieriger. Ja, also nach Hause war für ihn anscheinend keine Option mehr. Schwierig, dieses selbstständige Seil da. Deshalb ist er hier geblieben. Und deshalb ist er hier geblieben. Und ja. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Ned loved him. He wasn't a good dad. Ich glaube, es war ein Unfall. I think it was an accident. And I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Das stimmt. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. Nee, er mochte nie klettern. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. Ja. Das stimmt allerdings auch. Oh, 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 ich will hier schnell antworten. Don't blame. This is the first thing in a really long time. I really regret. Dee. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Ja, ich komme. Okay, one second. Was denn nun? Planänderung? Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Was? Dee, what if they don't come back for me? They'll come back. That's their job. Just what if we missed something about, something? I don't know. Henry, you're tired. There's nothing big going on. They'll come back for you. Das würde ich hoffen. Wait. I'm gonna go. Okay. If you have to. I have to. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Two Fox.
Moment. Nee, da will ich nicht hin. Oh, ist es schwierig, sich hier durchzufinden in dem, bei den Sichtverhältnissen. Jetzt komme ich hier durch. Okay. Hier war ich auch noch nicht. Gucken, ob das richtig ist. Ja, ist das richtig? Drop down. Ich weiß nicht, es ist ja auch ihr Leben. Und sie möchte ja auch nicht ums Leben kommen in dem Feuer. Es ist jetzt nicht an mir zu sagen, bleib oder warte. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Dann stirbt sie auch. Das ist nicht gut. Aber ich mache mir halt Sorgen, ob das wirklich schon alles war. Vor allen Dingen, wo ist Ned? Ned muss ja hier noch irgendwo sein. Ich meine, er hat mir das Tape noch frisch hingelegt und sagte, such mich gar nicht erst. Oder er ist weiter weg. Ach doch, er hat doch gesagt, ne? Irgendwie in den Shoshone-Gebiet. Dann ist Ned wohl ja, einfach nur weitergegangen. Okay, jetzt müssen wir einfach nur nach dem Ding hier folgen. Ich warte darauf, dass mein Kompass gleich wieder anfängt zu piepen. Ey, dann drehe ich aber am Rad. Noch höre ich einen Helikopter. Wo ist er denn? Ich sehe keinen. Ich muss weiter. Geht's hier lang? Bin ich noch auf der Spur? Bin ich etwas links? Da lang. Oh, das sah sonst alles viel freundlicher hier aus. Ach, der verbrannte Wald, genau. Oh, Musik. Jetzt kommen wir gleich wieder am Zaun und vorbei. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen. Ich rede gerade mal nicht. Also einfach nur so nicht. Wegen der Musik und so. Hier müsste die Seilbahn sein. Ich hoffe, die geht jetzt. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? Oh.
Ich bin offensichtlich drüben angekommen. Ich habe keine Karte mehr. Ich bin drüben angekommen. An ihrem Turm. Have a good time. Da ist, sieht schwierig aus. Lucian's Gambit. Thrilling continuation of the best-selling series of novels would have gripped the world. Cache 302. To Thunder Canyon. 1001 Kreuzworträtsel. Und nochmal 1000 Kreuzworträtsel. Ticket. Radio Headset. Equip. Join by Leila. Henry, what we know. Write shorts. Tört. Oh Mann. Tequila, alles klar. Dann nehmen wir mit. An apple a day. Keeps the doctor away. Fireline Handbook. Guck mal, eine kleine Blume hat sie da aufgestellt. Fire Danger Rating. Das ist normal, den packen wir zurück. Das ist nicht meine Tasse. Erdnussbutter. Ansonsten alles aufgeräumt hier. Was ist denn da drin? Kaugummis? Okay, dann setzen wir das Ding dann mal auf. Was hören wir jetzt? Hello, is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Yeah. It's a piece of shit. Hey, it's mein Auto. Yeah, it is. Well, yeah. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay, in meinem Auto lebt jetzt ein Waschbär. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire. Basically started another. Yeah. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. No? And you'll have to... I don't know. Ich weiß es auch nicht. Yeah, Lila. Me neither. I don't know what's next. What's next? Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Maybe... Come to Boulder with me, move to Santa Fe, you'd make a good swing. Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Nein. Well, I just asked you. Yeah.
Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So this is okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I am. Yeah. You gotta go see her. Sarah will ganz gut. Would you? Would you? Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year we'll roll around, and then the year after that, and then it's just a... I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. No. Henry, you keep it for yourself, okay? Bye, Hank. Da ist der Helikopter. Auf. Jetzt kann ich laufen. Wir gucken natürlich den kompletten Abspann an. So viel Zeit muss sein. Außerdem gibt es bestimmt tolle Musik. Ach, schau an. Meine Fotos. Zwei habe ich nicht gemacht. Ah, Sean Veneman. Den kenne ich. Henry, Rich Summer, Delilah, Kissy Jones, Julia, Larissa Gallagher. Wahnsinniges Spiel. Und alles nur wegen Ned. Und vermutlich, weil sein Sohn einen Unfall hatte und er nie gedacht hätte, dass ihn jemand glaubt. Das ist die Spekulation. Ich frage mich, ob man das Ende anders hätte machen können. Sheena, schreib mir mal, wie dein Ende war. Das würde mich sehr interessieren. Das kannst du in dieser Folge ja bedingungslos tun. Und andere, die es gespielt haben, auch gerne. Das erste Foto, als ich... Sie hat mich gut getroffen. Das erste Foto, als ich die Kamera rausgeholt habe. Ach, und das sind ja die Fotos, die schon drauf waren. Von Brian. Das muss nett sein. Das ist Brian.
Und die beiden haben schon glücklich zusammen ausgesehen. In dem Tower da. Ein wahnsinniges Spiel. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich hätte Delilah gerne noch gesehen. Wieso kann ich den Continue sagen? Fotos. Ach ja, man kann die Fotos auch bestellen, ne? Und dann upload your photos to Firewatch Kamera to view, share and order prints. Und dann könnt ihr das auch als Ausdruck bestellen. View your photos in the credits. Okay. Ach, jetzt kommen nochmal die Credits. Nun lassen wir die Musik nochmal laufen. Die war ja schön. Ich hätte unheimlich gerne Delilah noch gesehen. Aber es macht ja auch seinen Reiz aus, ne? Wenn man die andere Person nicht kennt, sondern nur die Stimme am anderen Ende. Ich habe es ja wirklich versucht, ne? Mit den Antworten. Als ich gesagt habe, komm noch mit zu nach Boulder. Ich fand ihren Rat, suche erst Julia auf, aber auch sehr gut. Wir wollen davon ausgehen, dass ich das mache. Irgendwie glaube ich nicht, dass es davon jemals einen zweiten Teil geben wird, weil dann müssten wir ja zusammenarbeiten und da kann man keinen zweiten Teil von machen. Das wäre vielleicht auch gar nicht gut. Ich würde mich eigentlich recht sehr darüber freuen, aber dann lieber nochmal ein anderes Spiel von Camposanto, was mit genauso viel Liebe umgesetzt worden ist. Also, wie gesagt, eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe, muss ich sagen. Wahnsinnige Speicher. Unheimlich stimmige Optik. Und eine großartige Story, über die man echt auch mal ein bisschen nachdenken kann. Was will man mehr? Okay. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle mal verabschieden und lasse das Lied einfach nochmal ausklingen. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. See you walk away from me, yeah.